Der Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen ist dieses Jahr, wie wir darüber in unseren Sendungen mehrfach berichtet haben, 20 Jahre alt geworden, und zu diesem Jubiläum hat der Landesrat in der Serie Landesrat-Auswahl eine neue, die fünfte CD mit deutscher Volksmusik aus Ungarn herausgebracht. Diese neue Sammlung möchte ich Ihnen heute vorstellen. 11 Kapellen, kleinere und größere, spielen die insgesamt 20 Stücke, die auf der neuen CD ertönen. Selbstverständlich zählen sie zu den zurzeit besten ungarndeutschen Blas- bzw. Harmonika-Musikformationen landesweit, die in den Qualifikationspräsentationen des Landesrates am besten abgeschnitten haben. Ich danke dem Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen für das Material und ganz besonders dem Chefredakteur des Internetblattes Landesrat Forum, Manfred Meyerhofer, für die Informationen. Wenn man den Ortsnamen Ungarischszeg, Magyarszeg hört, denkt man unwillkürlich, wie im Namen enthalten, an eine ungarische Ortschaft. Im Wesentlichen ist Magyarszeg tatsächlich ein vor allem von Magyaren bewohntes Dorf, wo aber auch Ungarndeutsche beheimatet sind. 1995 gründete Antal Sipos mit Jugendlichen des Ortes und der Umgebung eine Musikantengemeinschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, vor allem die traditionelle ungarndeutsche Blasmusik zu pflegen und zu verbreiten. Eingangs war Imre Nikolaus der Dirigent, seit 1998 führt Zsolt Maronics seine Kapelle zum Erfolg. Die Blaskapelle aus Magyarszeg, Ungarischszeg, spielt jetzt die Inselbaumpolka in der Bearbeitung von Anton Forkos.